Dann hat der Schmied, glaube ich, dann was gesagt, wenn man ihn dazu gerufen hat. Keine Ahnung, wir werden es merken. Diese Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit deinem Beschwörungsstab in der Welt. Du kannst ihn aus einfachen Zweigen herstellen. Cool. Aber erstmal, glaube ich... möchte ich hier so ein bisschen... ein bisschen Häusle bauen. Zum Häusle bauen fehlt mir Stein. Gehen wir uns hier mal irgendwo einen Stein knüppeln. Oh, guck mal, da ist ein Freund. Brauch Steinchen. Zum Häusle bauen muss man Steine hauen, richtig. Genau so ist es. Ich meine, ich werde auch viel mit Holz bauen. Aber ich hätte gerne so ein Steinfundament. Das wäre ganz dufte, glaube ich. Hier oben sind wir gespawnt. Was ist das für ein blaues Licht? Ah, sieht nur so aus, glaube ich. Ach, das ist nur der Mond. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas. Ernte und isst Beeren. Mein Rucksack ist voll. Noch jemand? Noch jemand Stress? Nein? Gut. Du willst noch Stress. Den Stein getroffen, aber dann doch nicht mehr hacken wollen. So, das ist wie so eine kleine Taschenlampe. Gibt nicht viel Licht, aber gerade so ein bisschen. Sieht echt aus, als wären die Bäume da hinten in Flammen. Ist auch so hell.
meine, Vollmond ist jetzt nicht weit, aber trotzdem gut hell. Rucksack voll. Das sieht schon schön aus, das ist wahr. Nachts gibt es hier und da mal so kleine Wanderhoden. Aber sonst. Ah. Jetzt fehlen mir die Materialien, ha? Huh? So, kann ich das wieder aufnehmen? Und auf. Das Teil drauf stellen, Stauraum. Äste. Finden wir Äste. Schnippeln wir noch mal einen Baum. So, und dann kann ich mir erstmal absolut random hier irgendwo eine Kiste hinstellen. Jetzt wird er mir wieder sagen, keine freien Plätze im Anzuginventar, aha. Noch mehr Äste. Ah! Man möchte. Da war doch gerade eine Sternschnuppe, oder nicht? Da war. Da. Es gibt Sternschnuppen in diesem Spiel. What? Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Als jemand, der liebend gerne sich den Nachthimmel anguckt, finde ich das absolut hervorragend, dass es Sternschnuppen gibt. Das finde ich gerade absolut superklasse toll. Dass du halt einfach hochguckst und Sternschnuppen siehst. So, Stauraum. Kiste. Cool. Den stelle ich vielleicht gleich noch was an. Guten Morgen. Kiste voll.
So eine Sternschnuppe kann einen töten, das ist richtig. Diese Kisten geht ja mal gefühlt gar nichts rein. Aber hey! Besser als gar nichts. Würde ich jetzt mal behaupten. Ein Baum ohne Äste, wirklich? Hier gibt's Äste. Hey! Nein, da. Muss ich diese Büsche abernten für Äste. Nun gut. Wir haben Schnaufen hier. Er kam direkt auf mich zu. Ich glaube, da möchte ich noch nicht runter. Bummis Ass-Problem. Ich beschwere mich nicht. Ja, ich brauche ein bisschen was davon. Und dann baue ich mir gleich zwei Kisten. Kann ich die? Kann ich. Wunderbar. Ja, ne, damit wäre die auch schon mal wieder voll. Gut, dass ich hier gleich noch eine gebaut habe. So. Cool. Müsste eigentlich ein bisschen mehr Steine sammeln. Das Steinchen farmen. Damit ich das Fundament bauen kann. Oh. Bin dann da zumindest den Start eines Häuschens hinbauen kann. Fundament hätte ich gerne aus Stein. Das heißt, wir bauen jetzt relativ großflächig das Steinfundament. Und dann bauen wir uns eine kleine Holzhütte da drauf. Für den Anfang, die wird dann mit der Zeit, bauen wir die ein bisschen größer, bauen hier und da ein bisschen an. Was ist denn? Feuerstein.
Feuerstein. Hat den Spitznamen Fred. Werde in dem Spiel wieder so elendig versumpfen. Ja. Ich meine, ich spiele ja noch Perlworld. Nebenbei. Es sind jetzt zwei Spiele, in denen ich elendig versumpfen kann. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr drin versumpfe. Ich bin auch gespannt, wo es mit meiner Base hingeht. Ich habe eine ungefähre Idee. Ich hätte gerne das Feuer wie in so einer Eingangshalle mittig. Und dann teilt es sich so ein bisschen nach rechts und links auf und du kannst in Wohnzimmer hinten gehen, Wohnzimmer, Küche oder was und dann nach oben zum Schlafzimmer oder so, keine Ahnung. Gute Nacht, Oculus, danke, dass du da warst. Mal gucken, wie das wird. So, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, hier geht's rein. Nein. Hier geht's rein. Und dann geht es dann, keine Ahnung, hier irgendwie eine Treppe hoch. Hier geht eine Treppe hoch und hier ging es dann irgendwie noch mittig weiter. Nach hinten. Die Möglichkeit maximal herzustellen oder STRG und Holz. Wir mal. Da Tür. Nee. Da Wand. Da Wand. Da Fenster. Da Fenster, so. Fenster, Fenster, und ich mache jetzt mal, damit wir es für uns gemütlich haben, was Komfort angeht. Ach, guck mal. Mache ich uns hier jetzt einfach mal zu, mache uns hier noch eine Tür hin. Da. Zu.
Ach, stelle Dachblöcke her. Dann. Machen wir das einfach so. Edgy Badge. Werkbank kommt dahin. Komfort, was fehlt mir für ein Bett? Garn und Stofffetzen. Garn ist jetzt nicht das Problem. Eventuell schon. Stofffetzen haben wir hier. Garn. Das haben wir da. Komfort. Bett. Nein. Wo ist das Bett? Da ist das Bett. Wunderbar. Dann können wir uns... Ist das hier? Lagerfeuer, Holzscheite. Das habe ich alles... Alles an Holz... Natürlich für die Holzblöcke genutzt, aber hey, kein Problem. Hier gibt's den einen oder anderen Holzscheißer. Lagerfeuer. So. Schön. Gemütlich. Klein. Haben wir denn noch? Guck mal, wir können uns einen primitiven Holznachttisch, den können wir uns herstellen. Beistelltisch kann man sich auch herstellen. So einen Hocker kann man sich auch mal herstellen. Als hätte ich es geplant. Als hätte ich es abgemessen. So, Deko. Komfortlevel geht hoch. Das bedeutet, der ausgeruhte Buff hält länger. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt ein bisschen Deko raushau. Kann so eine Schüssel und so eine Schale.
Oh, ich habe gleich mehrere hergestellt. Ganz lustig. Bringt nicht viel, aber hey. Wenn wir es schon haben, warum nicht? Glühwürmchen habe ich. Wo habe ich die Glühwürmchen? Da habe ich die Glühwürmchen hingepackt. Jawohl, Viertelstunde. Fukana, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. So, können wir noch irgendwie was? Den Gleiter. Da brauchen wir Miasma-Holz für. Tierfellgarn und Miasmasporn haben wir, glaube ich. Oh, Metallschrott. Miasmasporn. Uns fehlt Garn, okay. Uns fehlt Garn, das bedeutet, wir gehen raus und sammeln uns ein bisschen Garn. Lagerraum voll. Oh nein. Schmeißen wir es da rein. Garn. Also Pflanzenfasern. Wir können ja gerade eigentlich, wir eh unterwegs sind, hier durchlaufen. Ey. 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 Hier. Im Miasma. So. Nehme ich mit. Hier geht's runter. Nach unten wollte ich. Jo. Kommst du nicht durch, weil dein Riesenpilz im Weg ist? Mensch, das tut mir aber leid. Keine Kiste, ein Hauch von nichts. Oh, warte. Hier geht's doch bestimmt noch irgendwie rein. Hallo? Sind die Pilze gerade nachgewachsen? Ich hab's genau gesehen.
nämlich auch. Gut. Gehen wir wieder raus, ein bisschen frische Luft schnappen. Ziel, okay. Mütze, alles klar. Hier gibt es Mütze. Es gibt unglaublich geile Sachen zu bauen, ja. Oh nein, wir sind unter einer Minute. Mensch, ich hoffe, ich komme rechtzeitig raus. Ah! Mal so ein bisschen Mitchell mitnehmen. Genug Mütze.